Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Version 2.0. Wir werden mal das letzte Stück Feld Silber fertig machen. Bei Sonnenblumen. Feld Nummer 60. Dafür starten wir gerade die Maschinen ganz kurz. Lecken in Gruppe und starten das Ganze. Schick, ne? War da eine schöne Spurreise hier gemacht, ne? Also, kann man gar nicht verkehrt machen. Da fahren wir jetzt lang, ne? So. Das ist gut. Ach, da ist ein Unkraut. Oh, Unkraut, also mal ignorieren wir ganz kurz, ne? Das haben wir gar nicht gesehen. Ja, Folge Nummer, weiß ich gar nicht, genau. Ja, 9. Also, von der Aufnahmesession. So. Ja, war anscheinend, Mikrofon auf Augenblickkontakt zum Ausfallgegen blockiert, deswegen muss ich noch kurz aufnehmen, das machen. Ja, die Spur ist natürlich ungünstig in dem Falle, weil es ja ein Teil, das fertig war, wieder mal gestört wurde. Es gibt ein neues Sägewerk von Castor. Ich muss mal schauen, wie das hier einarbeiten kann. Und es gibt von Global Company so ein Mod, wo man verkaufen kann international. Wie hat nun genau funktioniert, weiß ich nicht. Mal schauen. Ob es überhaupt kompatibel ist, werden wir sehen. Sägewerk ist interessant. Das könnten wir auch ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht wird es auch hier auch eingearbeitet, vielleicht. Mal sehen. Schauen wir. Wäre schön. Aber wie gesagt, Produktion sind für mich persönlich hier nicht so wichtig, weil ich hier eigentlich mit Landwirtschaft auch viel zu tun habe. Ne? Und in erster Linie immer wichtig, dass wir unsere Felder Bescheid bekommen, die Tiere gut versorgt werden und wir unser Geld damit verdienen können. Alles andere gibt es hier einfach alleine. So. Mal schauen, nacharbeiten, ob hier etwas zu machen ist. Ups, ist was. Ah, oh, ich glück auf. Jetzt schauen wir noch ganz kurz am anderen Ende und gucken da was noch zu machen ist. Denkt man ja. Und Vollgas gehen, ne? Ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht. Das kam mir so vor, als wenn sie zu laut war. Ich habe von 7 auf 5 hat er geregelt. Das ist schon ein Krampf mit der Musik. Mit der richtigen Lautstärke, ne? Also. Ah ja. Denk mal, wenn wir die perfekt hinkriegen. Dazu sind die Einstellungen einfach zu ja, kompliziert. Zu verschieden kann man sagen, ne? Das ist eine Problem. Na, Bäume. Ah, mehr bedeutet. Da müssen wir ein bisschen mehr jetzt vorbeikommen. Wahrscheinlich zu eng. Ah, doch, geht.
wo der Drescher ja sowieso nicht dahin kommen wird. Ich denke mal, wird schon schwierig mit dem. Gut, das wird reichen. Ganz vorne kommen wir eh nicht ran. Bei der Ernte. Jetzt fahren wir mal quer. Und die Ecke noch mit dem Dreieck hier und die beiden Punkte da hinten. Damit wir hier. Jetzt hören wir Musik gar nicht mehr. Aber es. Die Musik ist auch unterschiedlich laut, ne? Das kommt auch noch hinzu. So, im Grunde können wir jetzt auf Geschwindigkeit 5 gehen und wir können uns den Tag, den Rest des Tages mit Holz beschäftigen. Nachdem wir den Traktor mit dem Motor oben finden, ey, ganz schön, ein Sägerät. Gewaschen haben, Reparatur durchgeführt haben und dann können wir in aller Ruhe uns die Tiere kümmern, naja, noch Tiere nicht, Tiere sind versorgt. Und Holz, Holz. Junge, Holz. Holz, Topland. Aber nur Holz wäre auch langweilig. Deswegen, ich weiß auch nicht genau. Sägewerk muss irgendwas eingearbeitet werden in der alten Partei oder sowas, hab gelesen. Dann schreckt mich schon wieder zurück. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Weil Risiko ist ja dabei, man könnte ja den gesamten Spielstand versauen und dann hast du ja ein bisschen Arsch, ne? Dann musst du von vorne anfangen. Das will ich dann eigentlich nicht. Klar, man könnte den Spielstand auch sichern. Er ist ja auch gesichert in Backup-Datei in RS. So ist es ja nicht. Aber ich lasse lieber die Finger runter. Aber ich kann das trotzdem mal angucken. Genau. Auch in diesem globalen Markt. Mal sehen, das wäre interessant. Ob es dann bessere Preise gibt? Ja, ich glaube es eher nicht, aber probieren kann man es ja mal, ne? Wie gesagt, die Wiese mit Heu. Muss ich mal kurz schauen, Wettervorhersage. Wie wird das überhaupt im Wetter? Runde perfekt. Wir haben jetzt nur einen Tag Sommer. Das heißt, heute ist heute. Dann morgen ist Samstag. Dann haben wir Sonntag Regenschauer. Es ist von trocken her besser. Weil das Gras ist ja aktuell schon gewachsen. Gras. Es ist gelber Zustand, das heißt, es könnte besser wäre, wenn es so wäre. Das wäre besser. Heu heißt aber für mich, wir müssen das noch zettern und also wenden und später ja, mit dem Spader entsprechend auf Bahn bringen. Es dauert aber noch ein bisschen. So Heu könnt ihr auch lose einlagern, ne? Das Risiko bei Heu ist, wenn der Regen kommt, dann wird es weniger. Dann heißt es Gas geben. Entweder Ballen. Und Ballen müssen auch eingelagert werden, ne? So frei im, so frei ist es auch nichts. Wir schauen nicht hinkriegen, bitte, dass der Blickkontakt zu den als Tracking funktioniert. Bisschen objektiver, ja, besser. Denke mal. So, fahren wir zurück zum Waschen und zum Zettel. Ja, fertig. Ja. Also ich bin ein bisschen vergesslich, ist immer Zeit her und wenn ruckzuck möchte ich ja nicht zu lange. Ziehen die Folge.
hilft ja keinen. Die meisten schauen so lange nicht. Kann ich verstehen. Weil in einer gewissen Zeit ist das Interesse dann auch schon weg. Geht mir ja genauso. Da ist die Ideallänge von 18 Minuten eigentlich perfekt. Man schafft ein bisschen was und auch der Zuschauer ist noch interessant. Ne? Und deswegen mache ich auch 2 Folgen, dadurch kommen wir ein bisschen voran. Ne? Sonst hätten wir Folgen machen können mit 25. Da nützt mir aber nichts, wenn ich jetzt nur 15 oder 10 geschaut wird. Ne? Vom Durchschnitt her ist es besser, man übertreibt dann nicht. Ne? So immer voll tanken. Meiner ist ein bisschen viel. Wer die Marsch sehen will und die Thüringenkarte, das ist schon, sagen wir so, ein bisschen viel, gebe ich zu. Aber viele haben auch ein Interesse nur für Thüringen oder nur für die Marsch. Und dann ist es im Rahmen. Ne? So. Repariert. Mal gleich mal waschen. Und die Aussaat unerledigt, ne? Erstmal. Jetzt kommt hier eine, die, ja. Jetzt haben wir noch einen Tag Zeit für Spaß, ne? Für Holz. Und ja, Spaß. Tiere machen ein bisschen nebenbei. Kälber umstallen, ne? Zum Beispiel. Holz bringt ja auch ein bisschen Geld, das soll man nicht vergessen, ne? Schade, dass man hier kein Wasser sieht, ne? Ach, kommt alles sicher irgendwann mal. Hier war es gewesen. Ja, hier hat er... Also hier hat er automatisch einen Wasseranschluss, ne? Stalllicht. So. Fertig. Ja, bis man sich essen muss, guck auf. So, stell mal daneben. So auf langer Sicht mal sehen, was wir alles kaufen können, ne? Oder müssen. So. Wir haben noch ein Gerät am Händler. Und das ist ja anlassen. Auf den Kalkstreuer. Den wir mal gleich holen. Dann nehmen wir auch einen Fan, ne, der ersten Stelle. Der macht nur 53. Für etwas zu lahm, ne? 65 bis. Kann auch den anderen nehmen, ne? Der macht 70, ne? Ja, genau. Den vom Stall. Geh auf, Junge. Unsere wertvolle Fracht oder ja, Eigentum will ja, einen sicheren, gerade trocken, schön, ne? Schön sauber. Muss man ja draußen stehen lassen zu trocknen, ne? Dass er nicht anfängt zu rosten. So. Auf zum Stall, für die lieben Kühe. So. Das GB ist nämlich sehr schnell und da können wir den Kalkstreuer holen. Tag Mu. Fahren wir raus und stellen ihn einfach hier vorne hin.
Also die Fehler dürft ihr nicht sehen, ne? Die mich ignorieren. Die haben so keine Kollision. Von daher ist es an sich kein Problem. Müsst ihr einfach denken, sind nicht da. Ich sehe sie auch nicht, wenn man so guckt. Leider, oder sagen wir so, leider ist es noch nicht so, noch nicht möglich, was umzubauen. Das heißt, wenn theoretisch müsste dann den Mast anfassen oder wenn der Maus den Flugmodus und dann entsprechend der Höhe anpassen. Ein bisschen nach rechts und links ziehen und schon wäre das gut. Theoretisch. Ob es so gehen würde an sich, gut. Ach, halt mal den Traktor mitnehmen. Weiß ich nicht. Immer wenn man es will, geht alles, ne? Hängen wir ab und dann düsen wir los, ne? Ober den guten Kalkstreuer, den wir lange schon da stehen haben. Das ist der Original GTP und der hat nicht das die Scheiben, die so dunkel sind, ne? Hat aber nicht die Leistung, glaube ich. Das hat er, glaube ich, nicht. Oder? Weiß ich gar nicht genau. Ja, das Silo ist auch noch voll, die Lage, ne? Zugedeckt. Ich denke, solange es zugedeckt ist, ist alles okay. Aber das müssen wir auch mal irgendwann mal verwerten, ne? Als ich mal, wenn wir jetzt eine Heu haben. Ja. Dann werden wir das sicherlich nutzen, um das wieder Mischfeuer herzustellen. Ja, wir haben ja noch nicht ganz schön viel rausgeholt, also. Für die Angst und Bange, die wird ja auch 6 Futter, ne? Wieso, vor ein paar Tagen war noch alles weiß hier. Nur ist grün. Die Bauern links und rechts sind irgendwie, weiß ich genau, was die hier reinmachen wollen. Rüben? Oder wollen die warten, glaube ich, dass ich so weit bin? Ich bin nicht so weit. Ich bin für die Aussaat nicht zuständig. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns wieder zur nächsten Folge. Tschüss.